Mein Name ist Nicole Eisele. Ich mache momentan die Weiterbildung zur Landwirtschaftsmeisterin und arbeite nebenher auf unserem Familienbetrieb mit. Auf unserem Betrieb mache ich, meine Mama und unsere Mitarbeiter hauptsächlich die Tiere, also sprich die Milchkühe und unsere Kälber. Mein Papa ist hauptsächlich für die Maschine und für die Fütterung zuständig. Ich bin der Günther Eisele und habe einen Milchviehbetrieb hier mit Biogas. Wir haben 250 kW Biogas in der Stunde, 280 Milchkühe mit Nachzucht und ein landwirtschaftlicher Betrieb, der geführt wird, wie er sein sollte, vor den Toren Solgaus. Auf unserem Betrieb fahren wir hauptsächlich Glasmaschinen, wenn wir mit denen sehr zufrieden sind und die immer zuverlässig sind. Falls wir mal Hilfe an unsere Glasmaschine brauchen, können wir uns immer an unsere zuverlässigen Händler wenden. Ich habe mir dieses Jahr einen Cargos zugelegt, weil die Maschine mir von Grund auf gefällt. Vom Aufbau her, Fahrwerk ist ganz wichtig für unseren Betrieb, weil wir Moorwiese haben und das trägt super. Die Standfestigkeit ist super, wenn du auf der Straße fährst. Das Konzept des Wagens hat mich so überzeugt, damit ich die Nutzlast steuern kann, kann ich das Aggregat ausbauen. Und was mir ganz besonders gefällt, ist der Messerwechsel mit dem Doppelmesser. Bedienung ist einfach, die Schnittqualität des Wagens ist sehr gut. Ich bin sehr zufrieden und die Milchleistung hat sich auch erhöht. Auf unserem Betrieb können natürlich nicht nur die Männer mit den Traktoren fahren, sondern auch die Frauen. Ich habe mich für den Glas Cargos auch hauptsächlich entschieden, weil wir ihn auch zum Maisernte nehmen wollen. Und durch das, dass wir das Aggregat ausbauen können, sparen wir 2,5 Tonnen Gewicht und können die Nutzlast um 2,5 Tonnen erhöhen. Der Wagen, der läuft super leicht und mit dem Axion zusammen ein super Gespann zum Fahren.